Okay, Nummer 1. Reinforced Blocking. Also ich blocke die 1 und unterstütze mit der zweiten Hand. Das ist hier 1. Danach Schlag 2, Angle 2, Punch, Angle 1. Noch einmal. Das ist Block, Angle 2, Punch, Angle 1. Okay, easy, easy peasy. Okay. Ich zähle wieder vor. Und 1. Hit, punch, hit. 2. Block, hit, punch, hit. 3. Block, hit, punch, hit. 4. Block, hit, punch, hit. 5. Block, hit, punch, hit. 6. Block, hit, punch, hit. 7. Block, hit, punch, hit. Yes. 8. Block, hit, punch, hit. 9. Block, hit, punch, hit. And 10. Block, hit, punch, hit. So, kommen wir das gleiche auf Angriffswinkel 2. Block gegen Angriffswinkel 2. Push down. Angle 1. Punch. Angle 1 again. Also wir machen jetzt Block auf 2, Schlag 1, Punch und nochmal Schlag 1. Ich nehme jetzt mal die. Also. 1. Block, hit, punch, hit. 2. Block, hit, punch, hit. 3. Block, hit, punch, hit. 4. Block, hit, punch, hit. 5. Block, hit, punch, hit. 6. Block, hit, punch, hit. 7. Block, hit, punch, hit. 8. Block, hit, punch, hit. 9. Block, hit, punch, hit. And 10. Block, hit, punch, hit. Okay. Goody. Goody, goody, good. So. Wir werden weitermachen. Bin natürlich jetzt neugierig, was hier geschripselt wird. Für beide Kombinationen, Angriffswinkel 1 wie Angriffswinkel 2, machen wir noch ein Follow-up. Das sieht so aus. Ich mache auf 1, Block, Hit, Punch, Hit. Greif den Stock mit beiden Händen. Pull down und Knee. Also die Idee ist, nach dem letzten Schlag führe ich den Kopf hinter den Nacken, greife nach und ziehe den Kopf in mein Knie rein. Okay, eingewohnt. Block, Hit, Punch, Hit. Stock beidhändig fassen, Knie. 2. Oh. Fassen, Knie. 3. 4. 5. 6. 7. Angriffswinkel 2. On Angle 2. Block. Push down. Hit. Punch. Hit. Back. 2. Block. Hit. Punch. Hit. Knie. 3. Block. Hit. Punch. Hit. Knie. 4. 5.
und sinkt.